Zeit zurück mit den Bildern. Wir hatten leider hier einen großen Strompanne und alles, was hier auf der IW und der Strom umgeschlossen ist. Schenk der Wäschgefühl gewesen zu sehen. Und los, ich meine, ich denke dann mit den Bildern live mit dabei. Und wenn ihr dich ein bisschen auskennen, die stelle fest, dass dann auch gleich der erste Passage auf der Linie der IW im Programm steht. Er hat 50 Kilometer bleiben nach zuvor und avance, die ist entretan raufgegangen. 3 Minuten nach 15, 3 Minuten nach 19 Sekunden gehen momentan nur gewesen. Und du könnt dann der Spitze auch gleich bei Flamme Rouge vom letzten Kilometer passiert dann den ersten Kehr hier ob der langen Lindrad zu Hesper fährt dann den Moment hier über d'Arrivé. Das ist ein Passage, der erste Passage, wo du nach keinen Bonifikationen werden geht. Den tut er noch. Du gesagt, da war ein bisschen ernstes aus. Da sind dann 3, 2 und 1 Sekunden für die 3 Eichplatzierer, die durch die Linie führen. Aber wir sehen noch ein kleines Changement an dem Plot. Dann nehmen wir auch eine Equipe von Cofidis, die vier Mannschaft für den Christophe Laporte, ihren endschnellen Mann. Sie sind am Gang, um Druck zu machen. Und ich kann davon, kann ich viel mehr davon ausgehen, dass die Avance beim Passage auf der Linie d'Arrivée nach viel mehr klingt, als wir das mal hier oben ungewisse kriegen. Vierte Entente weiterhin einigermaßen gut, auch wenn ihr gesagt habt, dass aufhängen mitzugehen, kuren 187 Kilometer Stunden im Programm, 57 davon bleiben da momentan nachzufahren. Und da sind sie an den letzten Meter. Hier ist dann an der Straße zu Hesper aufbauen. Und da geht den ersten Passage auf der Linie d'Arrivée. Wir auch schon ein paar Leute schaffen tun. Ein Attack von Jan Willem Van Skip, den besten Rouleur, gebe ich mengen. Aus dem Gruppe schuldet vier nach so ein ganz groß gewesen Kurve, über 1,90 Meter groß. Aber wenn man ein Casavello guckt, sehr gut an. Das ist ein ganz, ganz schmull, den der Drop montiert wird. 300 Meter bleiben nach zuvor, bis auf die Linie d'Arrivée. Erste Passage also hier. Ob der Linie mit der Attack von Jan Willem Van Skip. Und dann die drei Kurven, die sich aber hier auflesen. Ungefeiert hier von den Spektateuren, viele Kanner, die ich heute erfunden habe, die auch mal Velo schon in die Tür hier gefahren sind. Und dann den Rest vom Spitzengruppe, den du an den Drunnen hast. Und dann geht es noch weiter über den Circuit auf Konter Milbisch Mutfort, den Sierener Biersch, da haben wir Rob Alzing und dann zurück auf Hesper. Das ist also der Parcours, den Koren noch zu fahren haben. Parcours, der rund 18 Kilometer lang ist. Also, Jan Willem Van Skip, der Lore Menke Wert. Wir fahren dann noch ein Stück gepackte Busse, wo die ganze Kippe da stehen, für nur die Arrivée dann noch die Kurven zu empfangen. Temperatur noch haut relativ heiß, dumpisch wieder Konditionen, wichtig viel zu trinken. Und dürfen auch dann zwei Jahre in Einke hier etwas zu trinken, erreichen. Der Patrick Stoß von CCC Sprandi von der polnischen Equipe, den dann Einke noch wieder gut. Dann hier also der Blick auf den Plotter. Plotter, den noch ein Avias. An den Abgang Richtung Hesper. Von momentan die meisten Kurven nach Sollemann dabei sind. Und das ist Nummer 1, Peter Wiening, der Mann von Rompot. Haben wir hier schon Etappenwinker am Tour de France. Plotter, wo es wohl mir sehr geht. Eine Minute und 15 Sekunden sind vergangen. Santa, den Plotter. Spitzengruppe, Eva Tarivé, geführt aus die Feierkoren und ein Herr, den Direktor Sportiv von Rompot. Mal für Ekend, für eine Bitte und die Jan Willem, was gibt da noch zu reden. Ein Punkt, wie jemand auf der Weg zu gehen, diskutiert. Jan Willem, was gibt, der noch den Bestplatzierten ist aus dem Generalklassement von den Feierkoren, die vier sind. Holländer, der gestorben auf die 44. Platz kommt, weil er mit einem Retard von 18 Sekunden will heischen. Er ist dann noch momentan virtuellen Maillot-Jaune von diesem Skoda Tour de Luxembourg. Skoda Tour de Luxembourg steht schon lange auch auf eine lange Tradition viel mehr zurückguckt. 1935, da gab es die erste Edition, damals den Matt Clemens, den sich kommt durchsetzt. Fünfmal wird Matt Clemens dann noch gepackt. 21 Luxemburger Victoire Guinness. An den 77 Editionen, die bis oben nennen geführt sind. Die letzten, die geht auf den Kopf von Frank Schlechter im Jahr 2000 an ihn. Dafür drin war der Lucien Didier, den sich konnte zweimal durchsetzen. Aber auch Leute wie ein Edi Schütz, in den Pferdespurt hat dreimal den Tour de Luxembourg zu gewinnen. Charlie Gaul steht am Palmer immer dran, Marcel Ernster. Nicht zu vergessen, Anne Lode Plotter dann.
ob der Linda Rivet 100 Meter bleiben nach zu fahren. Den Eckert, den wir um die 3 Minuten leihen für die Plotter Wochen. Ein bisschen mit denen diskutiert wird. Formation von Direkt Energie, der Grof von der Abend am Verlauf unserer Etappe gemacht. Du wirst klar, dass wir die Lieder mal vom Damien Godin zu verdedigen und sie machen das momentan noch gut. Und die ich habe ja auch Zeit gelassen, für das die erste Bonifikation nur 80 Kilometer, da man da dann nochmal vor, das keine gefährliche Kurve, direkt gefährliche Kurve an der EHP mit dabei, den Loh just durch Bonifikationen dem Damien Godin Kind gefährlich gehen. Da werden es für sie optimal für Feierkurve können fahren zu lassen. Und dann kriegen sie dann noch an der Schlussfesthölle von einer anderen Equipe. Wir sehen das Koffiedesign hat man durchgepackt. Wir sind aber auch da drin, den Gruppe von Vanti Grobert, die belgische Equipe, die auch ein schneller Leute mit dabei hat. Zum Beispiel den Andrea Pasqualon, den Italiener an der belgischen Formation, aber auch Boris Vallée, der Belge, den durchaus sehr eine Equipe, die gut aufgestellt ist, auch mit dem Joao Ofredo, der freier Kura von der Française des Jeux, Klassiker-Spezialist, den also an der belgischen Pro Conti-Equipe dann noch in der Kontrakt ist. So geht es am Plotto aushessbar raus. Gucken wir ein bisschen auf die anderen Litzebäuer, die neben dem Alex Kirsch an der Kurs mit dabei sind. Da ist es bei Deiferding, den Ivan Centrone, der selbst auch gehen wird. Das ist noch ein Generalklassement, erinnert die 20 echt voll vorhin. Gucken wir mal, ob den Ivan Centrone das Pferde springt. Dann haben wir auch noch einen ganz, ganz jungen mit dabei. Das ist kein anderer wie der Raphael Kockelmann. Kura, den er sich an seinem ersten Jahr Espoir recht fährt und die Chance kriegt, bei der Verding da mit dabei zu sein, dass wir auch in oder anderen Kura kranken, das respektive ein bisschen aufsuchen für diesen Tour de Luxembourg. Und danach den Tom Till, der schon eh von der Routine in das Entretemps, schon lange Jahre auf kontinentalem Niveau in der WS, immer gut, dass auch für einen langen Schabezimmer Punkte zu sammeln für die Bierspreisen. Hätte du gekönnt, die GVT doch gerne probieren. Dass sie mir aber nicht geblickt hat, an die EHP ranzusprangen. Wir hatten die nächsten Bilder vom Dach gesehen, dass verschiedene Kurven von der Eiferding sich auch mal angeschaut hätten. Für an die Gruppe mal ranzusprangen, die schlussendlich aber aus diesen Feierkuren dann bestanden wird. Du kriegst auch nicht den vierten Bierspreis vom Dach gewesen. Und das war dann den Zusieren an Remenke, den Patrick Stoss, den du als erste passiert hast. Das gab auch vier um Jan Willem, an den Lukas Meiler, den als dritten über die Sommet du gefahren hast. Und dann Patrick Stoss, den dem Mayo, wow, den Birschmayo viel mehr noch könnt, für den den Norden könnt zu holen. Gestern, also die kein Birschpreis gehen beim Prolog an der Stadt. We will double check it tomorrow. Mal noch ein bisschen weiter, ob die Equipe von Dave denkt, die auch mit Olivier Pardini, der belgische Kura mit dabei hat, den Umsinger Kurs wieder heute am Generalklassement durchaus relativ weit vier kann figurieren. Den Olivier Pardini, den auch schon lange Jahre auf Conti-Niveau in der WS, letztes Jahr nach an der Equipe von Alex Kirsch pro Conti gefahren ist, bei Wallonie-Bruxelles. Dann haben wir einen schnellen Mann, und das ist 123, den auch heute am Sprint kam abmischen, der Jelle Donders. Nummer nach dem Maxim Rusnak mit dabei an den Joshua Teasdale, den er aus Großbritannien kennt. Und da gehen wir bei Diana Litzbeuer, Conti, Equipe River, Leopard Pro Cycling, für den Hauptmann gekürzt. Die hat Alexander Krieger geschwert, exzellent, zweite Funkprolog gestern, einen engen Konzertär auf den Damien Godin. Aber für ihn wäre dann von nicht schlecht, wann der Plotto gibt, Lös nach Meseia gehen, an die Chapé sogar aufhängen, weil im nächsten Passage. Da geht es dann Rush High auf der Linda Rivet. Da gehen es noch ein paar Bonifikationen, respektive dann noch beim zweitletzten Passage. Auf der Linda Rivet, dann, wenn die Kuren an der letzten Tour geschickt gehen, auch da noch ein paar Bonifikationen auf der Linda Rivet zu Hesper. Weil dann könnte man so einen Sprint, wo ganz viel gemacht möchte, über virtuellen Ayo-Jon gehen, neue Lieder. Ich würde schon hoffen, dass Kura wie Andrea Petit hier noch an dem Sprint nicht an die drei Sprint. Und da wäre eine kleine Sensation da perfekt, nämlich dass den Conti-Führer von Leopard Pro Cycling so könnt an den Liedermajor fahren. Nach sind wir aber 50 Kilometer von der Rivière weg und kann ganz viel passieren. Wir gucken da an, Gesicht vom Silva Chavanel, Jonathan Hiver. Und weiter kommen davon direkt Energie, die gestern ganz viel Leute, ganz viel mit dabei hatten. An dem Prolog haben sie eine gute Position dann noch dem Nobrötun für die nächsten Tage. Ein bisschen gucken, Damien Godin als Erster, Andrea Petit
als 4. Jonathan Hiver als 5. Dann der Silva Chavanel in den 12. war. Da sind sie mit direkten Purkuren gefeierlich. Wird natürlich auch taktisch Möglichkeiten aufgelöst für die nächsten Tage. Letzteboyer bei Leopard Pro Cycling sind die Pitleiter, die aber ein ganz gut Pflicht ist, wie ganz wegblicken, der junge Kurra, den dann noch nach der Guy Tampons als Letzteboyer Unsänger Seite hat, bei Leopard Pro Cycling. Guy Tampons, den Letzteboyer Mam hat, der belgische Pap an der Belgier verlieft. Den wir da in der Letzteboyer Lizenz fahren. Bei der Kurra sind der Deutsche Jan Brockhoff, Simon Rikita aus Polen, Jens Reinders, der Belgier, und der Mario Spengler. Schweizer, dem sein Bruder Lukas an der Equipe von Valonie Brüssel fährt, der Mario Spengler, den aber der neue krank war, hat sogar ein bisschen Favor in den Pergang, also selbst bei den Kängkurren normalerweise so redet. Mario Spengler wollte da aber probieren, anders mit dem Pferd von der Etappe gegangen. Also, weit wir informiert sind, dürfte noch nach immer Matt dabei sein an dem Peloton. Mit seinem 8. Platz für Gestroben, der Lex Kirsch dann noch 2. am Klassement von den besten Jungen. Beste Jungen aus den Emi de Gent, der Kura von Sport Flandern, wo er ist, der Flamänner. In den 50-100. Gestern Miseja war, wie den letzten Jahr von der Wallonie Brüssel. Also auch du eine Möglichkeit für den Lex Kirsch, den Mai an den nächsten Tag können sie verholen. Aber wenn wir das schon Rennklassement, dann müssen wir hier abholen. Da stellen wir fest, dass am Anfang Jonathan Hiver, Jean Deby, die Kurve sind, die einmal Exkirchen am nächsten Tag hinten gefeierlich gehen. Im Moment haben noch nach 4 im Laien, wo es arrivé zu Schöffling. Ein Klassiker-Etappe, die durch das Programm steht zum Schluss, wo Geld in einer guten Position heranzuführen. Du hast dann noch ein Gedäbisch von der Equipe hier. Erfordert 7 Kurven pro Equipe sind immer dabei. Und dann 3 Kurven nach an dieser Kurs. NRW. Eben nur hier steht. Du ob die Kippen habe ich zählen. Und kommen auf Verwendung zu schon mal zuschlagen. Vier Mann enger Victor an den Bonifikationssekunden Schrappen auf 4 zu machen an dem Generalklassement. Right. 2 Minuten nach 45 Sekunden weißt du sie gut darin. Du sie gut da immer auch du hast fängt an mit zu packen, wenn es um den letzten Jahr Velosport geht. Aus kommt dann raus, der wir schon oft, da wo am Band immer den internationalen Cyclocross gefahren wird, da geht dann in anderen Weg heute wir schon ab. Und an der Wiesen, da wird der Cross dann immer gefahren. Und dann dirigieren sich die Kurven, wenn man ein Kehr löser löst. Richtung Mundfahrt, für auf Sieren zu fahren. Wo dann ist das Sieren, der wir schon im Programm steht, durch den Busch geht es durch ab, 2. Kategorie. Dann im nächsten Kehr Punkte zu verdienen für den Bierschmajo. Tarivedia wird man ein bisschen mehr wie an einer Stunde, weil hier so rund um 4:46. Da sind die Kurren halt relativ lösender Weg gewischt. Wir haben ausgerechnet, ob 38 Kilometer an der Stunde wird Tarivedia um 6:04 gewischt. Die Feiertschmeien, also geht 4:46. Das heißt, wir kommen um die Feiertschmeien, mehr Maximum. In ausgerechnet gehen wir ob 44 Kilometer an der Stunde sogar, wo dann Tarivedia um 20:05 gewischt wäre. 2 Minuten nach 45 Sekunden, das ist die letzte Karte, die wir dann noch ungewisse Routen. Auch der Plotter los, so kommt dann NRW. Die Kippe von Direktenergie, ich habe gesagt, die gut aufgestellt ist. Die Kippe von Silva Chavanel, den Damien Godin, den Jonathan Hiver, an dem Adrien Petit und auch noch den Angelo Kulik mit dabei, Jeremy Cornu, an den Brian Naulo, also lauter Franzosen an der Equipe von Direktenergie. Und dann noch mal 45, den Brian Naulo, den wir noch angeblendet kriegen. Ein Kurs auf den letzten Straße zu kontrollieren, das ist nie einfach. Ständig ein Bierjob, Bierjob. Das kostet viel Kraft und der wird gespannt sein. Wie Informationen von Direktenergie, der darüber die
Weltmeisterin. Von allem, weil ja seit der neuesten UCI-Regelung auch Mannerkurren im Depin sind, als dann in den letzten Jahren so gewischt. Das Erdkurren konnten Heimat führen, so sind in der Saison dann auch noch just 7. Da mir gut an, die selber nicht davon ausgeht, dass er diesen Skoda-Türka gewonnen hat. Erinnert sich noch gut an den letzten Jahr, wo ich auch den Polo gewonnen hat, aber dann auch den schweren Etappen nicht wissen lassen lassen, nicht mit den besten Weg umgekommen ist. Auch für ihn, den 31-jährigen, der großgewusste Kura, 1,91 Meter Asse groß, 83 Kilo schwer. Ich habe selber gestern noch darüber in einem Interview gesagt, dass ich den Letzburg gewonnen habe. Du musst mir für dich ein paar Kilo auffüllen, für eine Chance können zu finden, dann über die Hiveln zu kommen, die sich eins hier an den Weg stellen. Für alle, wo du geschwärt hast, von den Samsten. Matt Arrivé zu dir verdienen an dem Schlusszirkus über den Col de l'Europe, respektive natürlich mal den ganz aus dem Eisling dann noch aufführen. Andersunden, dann man Papaya Birsch an der Stadt, immer eine schwere Etappe, wo auch ein Ekar an der Schlussphase werden entstehen, aber wir wissen aus den letzten Jahren, dass meistens eine relativ kleine Gruppe von Kurren dann noch zusammen kommt, wenn es durch den Papaya-Birsch geht. Letzte Woche übrigens ein weiterer Kurs von der Hochkategorie, die gefolgt ist, eine weitere Tour durch Belsch, wo viele World Tour-Equipe mit dabei waren, aber für uns alle Lotto ganz stark war. Man denkt André Greipel, den hat 2 Etappen durch gewonnen. Und noch ein Generalklassement mit engem von ihren Kurven. Dazu konnte für sich entscheiden. Wenn du als Wenke auch mal da steht, dass keine anderen wie den Christophe Laporte, der Kurve von Cofidis, den du eine Etappe Victoire konnte feiern. Christophe Laporte, von vielen haut genannt wird als Favorit. Ob die Victoire von Haude, Christophe Laporte, bei Cofidis Empfang rekrutiert ging als vier von allem einem Nasser Bouhanni am Sprint zu helfen. Ein Nasser Bouhanni, bei dem er einfach gut nicht gut rollt, den dann auch zusammen dem Cédric Vasseur, den neuen Manager als bei Cofidis, da ein bisschen schön auf der Seite gelassen wird. Man sollte gut so ein Gift durch ihn trainieren, gucken, in eine gute Verfassung zu kommen, für dann noch können selektionieren, darum zu gehen. Für die große Kurs neben den Nasser Bouhanni, den nämlich mit dabei war, der Mann mit dabei war, den nicht mit Christophe Laporte ein bisschen die abgemacht, für sich das Tür dann auf höchstem Niveau dann noch zu etablieren. So hat er 2 Etappen beim Tour de Provence gewonnen, dann eine Etappe, ich hatte schon gesagt, am Tour de Belge, letzte Woche feierte waren beim Klassiker Gent-Wevelgem. Eine Etappe Victoire Govert beim Étoile de Bessèges, da wo noch 2. war, am Schnellklass, meine Kurs, die übrigens Alex Kurs, Kirsch, Ugangs der Saison noch gefahren ist. An den Trobroleon wird den Ansingen Palmarie Stur, wo kein anderen gepackt wird wie den Damien Godin, den dort der 2. ging aus dem Trobroleon, weil das ist ein kleiner Paris-Roubaix an der Bretagne, da geht die Feldwehr, aber ein bisschen schon mehr Bahnhof auch nach Fienert bei Paris-Roubaix der Fall ist. Und dann hat Christophe Laporte den Pferdesprut an der Finale sich durchzusetzen für Damien Godin, den Damien Godin, die Idee-Kurs im Jahr 2017 für Damien den Tiergrund gewonnen. Den Plotter gucken an den Ekar der Uwe getrüsten. Eng bin ich dann 1,40 Kilometer nach. Eng 43 Kilometer vor Schluss. Bei der Kategorie, da sind dann noch Dorayetten erlaubt. Und dann renke ich den Auto von Lotto Kernhaus, den ihr gravitieren könnt. Ihre Kura, den Florian Novak, kriegt dann renke ich etwas zu trinken, mit ein bisschen Zucker dran, für die letzten Kilometer können besser zu verstehen. Novak, den noch nach Jongas. Kura, den im anderen noch schon. Und das im Jahr bei der Flèche Ardennaise im Depin war, für Furodos gefahren. Aber nach kein allzu großes Klassement, da kommt er vorhin. Dürfte für ihn noch an den nächsten Kilometer schwer gehen. Dasselbe zählt aber auch für den Lukas Meiler vom Team Vorarlberg. Ich probiere natürlich ein bisschen den Patrick Stoss
an den Bierschatz derangieren. Darum sind da noch viel Energie investiert wird für den neuen Kennen an dem Liedermajo vom besten Bierschwurer zu führen. Was mir aber nicht geglückt ist, bis lo, weil da wären immer den Patrick Stoß, wo wir von CCC Holzert. Das Brandy, den du als Echten über den Sommer drüber gefahren hast, auch in einem Jungkoran Lukas Mailand Deutschen an der österreichischen Equipe. Jahrgang 1995, in allem mit kleinen Kursen, wo er dann ein paar Ehrenplätze konnte rausfahren. Und ich denke, ja, den Florian Novak tun. Erste Position zu lösen, löst, dirigieren sich ein Weiterkehrt Richtung Monte von dem Sierner Birsch. Patrick Stoß, den noch nach relativ unbekannte Blätter am internationalen Velosport. In der Wolle Jomilan, im Jahrlass, pardon, wie den Florian Novak, das Tour E-Podium zu Buch stehen, das bei einem Kurs abholen. Und auch sind eine App-Performance, die bei ihm kann lesen, die kommen aus dem Jahr 2017, alles aber ihre Plätze, ob Kursen, die man da bekannt sind, an sich erheblich. Ich gebe Kaffee, dies. Der Lomato für schafft für den Christoph Laporte. Sie sind auf dem Stall mit Loïc Chetou, dann den Dimitri Clays, der Belge, Cyril Lemoine, Anthony Perez, das ist der schöne Rappers, Anthony Perez, letztes Jahr Vainqueur auf der Etappe, die zu dick verschwöven aus bei den Kasernen und Herrenbier Joukomas. Und danach zwei weitere Jungkurren, nämlich den Mathieu Le Tournier und den Bert van Leeuwenberghe. Denn das ist der Belge, den auch bei Sport Flandern Wallois formiert Guinness und dann das Tour de Wiesn River gemeldet wird bei Cofidis. Cofidis, die Jahr für Jahr auch dann am Tour de France mit dabei sind, die wie auch die Kipp von Direktenergie. Und dann geht es ein bisschen aus Viertliederen. Wir gucken ein bisschen, haben wir gesehen auch, dass es schwer geht, dass der Lukas Mailo in der Position. Probiert Tempo nein, zu forcieren, zu bestimmen, 40 Kilometer bleiben aber nachzufahren. Es sind die Durchdrängungen an den Gesichtern von den Koren. Dann hat ihm dann der Florian Novak, dann den Jan-Willem van Skip an den Patrick Stoß in letzter Position. Die werden noch mal probieren dürfen, Punkten sich zu gruppen. Jan-Willem van Skip aber noch mal eine Acceleration 5 Kilometer für den nächsten Passage ob der Linda Rivé. Kommt die nicht ganz lang aus den Sierner Birsch und auch an der Schlussfassei der Kurren vieles wird auch verlangt. Dasselbe zählt doch für den Plotter. Kitt, dass der Plotter nicht ganz groß ist, das heißt, aber relativ weit vier da raufhören an den Kopf, für dann an der Schlussfassei nicht überrascht zu geben. Da geht es rein, kann ja strappmisiert und die Birsch aus, wie man das Lohwerte gesehen. Der Plotter, der wird noch ein bisschen temporisieren. Die Kurren, die vier geführt sind, die auch schon viel Arbeitstag gemacht und die werden noch ein bisschen kurz damit diskutieren. Tempo aufstimmen, für dann nur, wenn sie was zusammen wechseln, ist zu akzelerieren, wo sie dann noch besser können zusammen schaffen und dann weiter so pullen, für dann den Feierspitzelei Zeit aufzuknappen. In 30 Kilometer bleiben nach zuvor und der Mann von Cofidis geht der Relais auf. Und sie gehen noch ein an die letzten Metern, nur wenn den Keier wechseln, und da sind sie gleich um Sommer gekommen. Jan Willem van Skip in der ersten Position. Und probiert der Lukas Mailer aus der letzten Position, durch die anderen Kurven zu überraschen. Patrick Stoß, der noch nicht direkt reagiert hat, und das geht auch vielleicht ein bisschen zu spät kommen, wie man ausgesagt. Oder könnte man von CCC 904? Ja, du hast ihn relativ weit übergezeichnet. Und da geht es dann noch durch für den Kurven von CCC Sprandi, den eng weiter kann als ersten über die Sommer fährt. Da hat er heute bis zum Albierspreis den Haut zu überführen, wo er dann noch gewonnen. Man wird den Abend dann auch den Leader gehen an dem Klassement vom besten Bierschführer an diesem Skoda Tour de Luxembourg. Wie gesagt, haben den Rundung ein bisschen temporisiert an dieser Kopf. Wenn ich kann, ob 1 Minute Erde feiert sich. Sie machen den Alex Kirsch ein bisschen weit haben auf der linken Seite. Han hat ihm den Pit Leider, den letzten Boyer von Leopard hat zu erkennen gewischt in den ersten Tour de Luxembourg, schon viertes Jahr. Seid ihr gut, dass ihr hier noch den kleinen Plateau geholt habt? Wie das ausgefallen?
Ich will sie momentan, ich habe eigentlich keine Zeit auf, das wird dann über River aber passieren. Da muss ich wahrscheinlich relativ aufmerksam weit viel zu fahren. Man denke, der Ralenti vom Sprint hat dem Lukas Meiler, den nicht voll probiert hat, den Patrick Stoß zu überraschen, mit ihm relativ weit. Ich war das Sommer weg gezeichnet. Ich habe den flachen Teil, da gelingt dem Spritzischen, der Patrick Stoß dann eingeladen zu führen, für einen weiteren Punkt zu sammeln. Lukas Plotter dann noch durch die letzte Kehr darauf kommt. Ich denke, wir kaufen einen mit einer Erdefeier zwischen einem ungefährten von der Direktenergie. Dann sehen wir, schauen wir mal, wie das abgeholt wird. Da wird der Plot auch noch gestärkt. Dann wird auf dem Teil von Kurkur und zusammen die schaffen. Wir sehen, die Acceleration löst. Ich werde den Sommer waschen. Dann wird das abgeholt. Jean-Frin ist dann noch matt. Ich werde die Kopfmatte rüberkommen. Und so schaffen die Kippen zusammen. Probieren den Tempo los für alle beiden Teile. Wo die Teste gut wollen, dann noch Lutz zu sehen, aufzuwechseln, sich besser auch können am Wandschirm dann so eine Menge auszuruhen. Und so werdet dann noch nach Ivat die nächsten Kilometer weitergehen. Das Schildfreund packt dann den Block, bis auf den Derivé schmeckt davon, kann ich nicht ausgehen. Und entretemps könnt dann noch eine Menge die Quartier auf Rösheit zu Hesper lernst. Dann dürft ihr nämlich allzu lange dauern, bis ihr eigentlich die Spitze vor, also auch zu präsentieren. Wie das in diesem Moment, wo der Block natürlich ist, kann ich davon ausgehen, dass wir über 50 km an der Stunde droppen mit dem Plotter. Es geht auch ein bisschen halb auf. 4 km aus dem Plotter momentan weg von der Linde Rive. An der Spitze vorher, also 1 Minute und 41 Sekunden. Dafür drin. Lass mich daran erinnern, dass es bei diesem Passage auf der Linde Rive dann auch eine Rush gibt. Das will ich in den Bonifikationen 3, 2 und 1 Sekunden. Für die drei ist, die da passieren, dann können wir auch davon ausgehen. Und es wird auch so sein, dass dann noch einmal eine Spitze gepasst, den du als ich dann werde präsentieren. Dann kriegen wir jetzt eine Punkteverteilung. Der Patrick Stoß, das hat man gesehen. 3 Punkte für ihn, Jan Willem van Skip. 2 Punkte für den Holländer an den Lukas Meiler. Passiert als Dritten den Kuramandos der 146 Kritomal, also nach E-Punkt auf Sekund. Und so geht es dann auch für sie, Remenke, Heilig, Bischof. Hier ist dann Remenke an Hesper aufhören und Flamme Rouge dann noch Werte gesehen. Für eine Senke, Heilig, ob der Linde Rive dann zu passieren. Guck mal, was sind die Favoriten von dem Dach von Haut? Wann es lief zu einem Sprint kommen, war man da schon ein paar genannt. Effektiv den Christophe Laporte. Dann haben wir auch den Adrien Petit, den Kura von Direktenergie, den du musst auf der Rechnung haben. Du bist weit ab einer Formation, die Engineer-Leute mit dabei haben. So zum Beispiel bei Veranda Willems, eine Chandebi, den durchaus an Bussin du ein bisschen mitmischen kann. Der Vanti Gruppe-Gobert, Mam Andrea Pasqualon, der Justin Jules von WB Aquaprotect Veranda Classic, der das, den sehersten aus der Equipe von Alex Kirsch. Bei Leopard hat den Namen auf den Alexander Krieger, den zweiten aus dem Generalklassement. Der Verding hat man viel schon gesagt, der Jelle Dondas, den durchaus vier kann mitmischen bei so einer Rivée. Und dann muss ich aber auch sagen, dass es relativ offen ist. Und das sind auf so einem Dach, wie die von heute durchaus auch keine Überraschung erleben. Vielleicht eine neue Kurve, die sich da ein bisschen an Evidenz setzt. Weil ja auch das Tür keine World Tour-Equipe mit dabei sind, ein Kurs, die an der Schlussphase wird man kontrolliert sind. Für jeden, der die letzte Jahre konnte werden, wo die Information von der BMC omnipräsent war, für immer. Da können dann Kurs zu kontrollieren. Für Jean-Pierre Drucker, respektive für Greg Van Avermaet, die dann noch meistens konnten, man denkt mal vollisch aufschließen. Ich habe schon geguckt und hier geht es bei Ihnen im Sekunden. Den dürfen wir drauf ist, am Anfang nicht, was Jan Willem von Skip gemacht hat. Den hört du schon mal da gerechnet, dass die Bonifikation beginnt. Den dürfen wir eine Menge Minuten aufgesetzt. Und hier geht es schon ein bisschen geguckt. Wir haben gesagt, der virtuellen Leader, der erste Jan Willem von Skip, den Orlo des Sprinto aus der ersten Position losseht. Das geht in Bonus-Sekunden. 18 Sekunden, erster Tag, gewirschte 400. Etappe. Zweiten Bonifikationssprint also. Haut an das Jan Willem von Skip. Und aber den Stoß, den du lernst für den Patrick Stoß von CCC. Auch nein, die Punkte, respektive Sekunden, sie sicher geht. Und das ist natürlich eine vierte Jan Willem von Skip.
den aber weiterhin virtuellen Mayo Jonas von diesem Sport. Hallo, hier ist es für die Chapé so sehr wie möglich, um sich zu fanden, sich aufzuwürzeln. Danke, bitte heute zu hören. Zwei Tier bleiben nachzufahren. Nächsten Tour, wann können wir noch passieren? Da gehen sie an der letzten Tour geschickt, da geht es laut von den letzten 18 Kilometern, die dann auch im Programm stehen. Ein weiterer Bonifikationssprint steht da dann im Programm. Und dann, ob der Rivet, der wir nicht vergessen, da gehen dann noch ein 10, 6, 8, 4 Sekunden für die drei erstplatzierten Koren, die dann da werden passieren. Und ich schenke dann aber ein bisschen, wie man den Rhythmus da schwer zurückzufahren ist. Die an Willemanns gibt direkt am Ende die Exposition. Geht ein Krimmer ein Ralenti gewesen. Flamme Rouge kann ich so in den letzten Kilometer. Da gerade die Feierkurven, die du nach 1000 Meter zu führen. Und das ist Skoda Tour de Luxemburg. Ja, da sind die Edition, die im Programm steht. Und der Patrick Stoß, also den Stoß. Die 3 Sekunden der Bonifikation sich gegangen ist. Wir gucken hier auf den Deutschen, den Lukas Meiler vom Team Vorarlberg. Wir werden auf den Platon. Den Lohan, diese Sekunde noch höher werden auf Berlin der Rivet. So ist es dann noch. Weil das Abfeld ist nach immer die Kippe von Direkt Energie in erster Position. In ähnliche Kurve momentan für Koffi, die es den Hand noch durchpackt. Ich meine, dass ich an den Platon so schreibe, ganz genau bewusst, dass das in den Ekar, den momentan wohl nach über den Minuten das ohne Problem kann zuführen. Das mit einer Akzeleration von einer kompletten Kippe. Wie zum Beispiel dem Vantigruppe, wie zum Beispiel auch der Formation von Cofidis und heute Rest von dem Plotter, den ungefähr 100 Mann groß ist, den Lohan nach. Ich werde die Linda Rivedo noch holt. Zwei Tier bleiben nach zuvor, es ist rund 36,6 Kilometer für den Plotter und den Blick auf die Lieder von den Gehirn zu ravitaillieren. Nicht nur noch von den letzten Kilometern von heute, sondern auch von den nächsten schweren Tagen, die auf den Straßen von Lützburg dann nach dem Programm stehen. Florian Novak in nächster Position. Der Kipp von Team Lotto Kernhaus, die dirigiert wird von Christian Henn. Und der ist an den 90er Jahren ein bisschen beim Velosport beschäftigt. Da seht ihr, er steht um noch nachher, dass die Christian Henn freiere Kura aus der deutschen Formation Telekom gewischt. So immer man den schon den Dings gesagt wird von seinen Liedern zur Zeit von einem Doppels, aber auch noch in den Offensionen von einem Jan Ulrich, der an der Equipe noch dabei war, und sein Wolf, den Luca Henn, den auch in einem Kontrakt steht, an der Equipe von Team Lotto Kernhaus, den unter 134 an dem Plottoheim an dabei ist. Eine halbe Minute nach BG Schweier bei der Kurren aus der EHP, wo Lore Menke hier an diesem kleinen Vorplan von diesem Gebirge abgeht. Man kann daran erinnern, dass die Moyenne am Verlauf von dieser Kurs nicht allzu heiß wird, dass wir an den letzten Kilometern voll akzeleriert gehen. Wir bewegen uns Richtung Arrivé zu 446 hin. Und das wird dann eine Moyenne von die 39, 40 Kilometer an der Stunde ungefähr, die Kurs und dann hauptgefuhr sind. Die HP, die sich relativ frei aufgesagt hat, mit den Feierkurren immer rum. Wenn die über den Kopf gegangen ist, da wäre der Mann am Orange Mayo ganz anders. Und das ist immer feiert, der Patrick Stoss, den du als erste Passagier das am ersten Punkte gesammelt hat. Jan Wille, wenn es gibt, den Lono 4 fehlt, man muss immer finden, aber der beste Passagier ist den 4 und das im Dach. Wer gestoppt, die 44. Platz kommt, den Holländer, den 23 Jahre alt, hat er etwa 15 Sekunden auf den Gewinner Damien Goudin. Ein exzellenter Roller-Gewinner von der Runde von Drenthe aus dem letzten Jahr. An den Mann, dann kann er bis vorne, also beim flachen Terrain, ganz schwer im Eck anzuwählen. Also, ich sehe mal, wie gut möglich da ist. An dem Plotto, aber am Wandschitz zu führen. Alex Kirsch auf der linken Seite, um Veno 4. Wichtig, auch eine löser Position zu bringen. Aber ein Plotto, der wie gesagt nicht allzu groß ist. Die 100 Kurven befanden sich momentan noch da dran. Du kriegst ihn noch im Eck Platz, relativ gut. Dann gut gemäht, für alle will ich noch zum Teil, wie du hier an den Track bekennst, wo man ein breiter Straße in der Wehr ist. Wenn das ohne größere Probleme kann machen. Lex Kirsch, den heiß konzentriert wird, an der letzten Tour dann noch gehen. Konkurriert von seiner Equipe von Wallonie, Brüssel. Wo sind wir denn, Justin Jules? Das ist ein Mann mit dabei und wir sind gespannt, was den Justin Jules kann machen. Der Franzos.
den immer gut aus, für Etappenviktoren anzufahren. Ein ganz großes Sprinter und vorbei von den Weltstaren, die wir manchmal kennen, hier Heimat dabei. Nur für die Chance, für andere dann sich an Evidenz zu setzen, wie ich schon vorher gesagt habe, eventuell sogar für einen neuen Endstellemann dann heute zu dekouvrieren. Dafür ist auch das Kurs geduscht. Und es geht auch, dass wir Luxemburg den wohl nicht mit dem Plateau präsentieren, wie das mal in der Stunde der Fall ist. Das ist auch einfach nicht mal interessant, ob man es mal für die Kurren, für sich dann auch hier an Evidenz setzen, für sich zu weisen, für sich dann auch eventuell anzubieten, für eine größere Equipe am nächsten Jahr dann in der Dach zu kommen. Da gilt die Chance dann noch zu ergreifen. Auch das eng Echten, die sich da wird bieten. Er wird diskutiert bei den Leuten von Direkt Energie. Man denkt, dann mehr gut ein. Gewinnt der Stil immer ein bisschen unruhig mit dem Uwe-Körper, der freie Gewinner von dem Prolog von Paris-Nice. Der das Jahr Anfang Willis hat auch bei Paris-Roubaix zu glänzen. Da hat er aber ein DNF an seinem Palmarie-Stohlen aus Nidukom gewischt. Der dritte war aber beim Grand Prix Samen, umgangs der Saison. Da wohnt zusammen mit Alex Kirsch an der EHP, weil man eine ganze Reihe von Quickstep-Floors fuhren, so wie zum Beispiel der Niki Terpstra, den die Kurs dann noch später gewonnen hat, aber auch Philipp Gilbert. Er war der Letzte, den nach Martin zwei Quickstep-Leute kommt, Matthäus, er sich dann noch distanziert für den Niki Terpstra dann als Ersten über die Linda WW führen zu. Den Niki Terpstra, den du noch und die Noten und Leistungen kommt durchschließen. Matt, enger Victor am Tour de Flandre, wo er en solitaire die letzten Kilometer gefahren ist, für sich dann brillant durchzusetzen. Auf den Quickstep-Floss wird er sowieso exzellent, was auch gerollt ist. Matt, ein bisschen mehr spät in der Saison der Victor. Vom Bob Jungels bei Lickbärste Schleck gestern oben, wenn der Bob Jungels angekündigt gehen, an der Stadt im Knödel am Feierlobning sollte geeiert gehen. Fiesing Victor bei Lickbärste Schleck. Das ist allerdings nicht geglückt, der Bob Jungels, den du einer wichtigen Verpflichtung aus persönlichen Gründen nicht konnte dabei sein. Ihn hat für heute den Aufenthalt zu Hesper angekündigt. Für dann hier noch der Arrivé ausgezeichnet zu gehen von den Organisatoren vom Tour de Lützeburg. Ich würde die Schleck sich natürlich für den Fried draus machen. Für dann noch ein Kehr. Dem letzten Bäuer zu felicitieren. Der Blick auf den Jonathan Hiver. Das ist ja auch schon Etappe-Wenke bei Paris-Nice gewesen. Ich bin immer geplant, wenn den letzten Jahren mit Allergien. Wir sind aber, wie du gesagt, ein bisschen an den Griff getötet, weil die von dir schon Allergiker sind. Die sind ganz genehm momentan. Also relativ. Relativ eklig zu bauen. Mit den Pollen. Can be sparked by a moment of inspiration. But making that idea come true takes time and hard work. Its wings in a flash, carried by the winds of inspiration. It travels from region to region and across borders. The idea moves from one mind to another, from one hand to another, drawing inspiration from each group's new input. The idea comes to life and takes flight.
soaring higher than anyone could have dreamed, even its inventors. Ideas bring us together. We work together to make them reality. Together, we create change. Und da sind wir nächstes Trick mit der Villa aus der Kurs. 21 Kilometer bleiben nach zuvor und Avance weiter aufgehen. 1 Minute dann 15 Sekunden. Total ohne Senke zu kontern in der W. Und sind immer dieselbe Kurren von Direktenergie, die du nach 4 fahren. Verlieschen den Jeremy Cornu, den Mathis Le Tournier und den Brian Naulodien. In den ersten Platz noch rumzufahren sind, die viele haben schon nicht machen. Am Verlauf von dieser Etappe finden sich ein bisschen kontrollieren, wo dann noch der Jan Willem van Skibas, den du am Gang hast, den Tempo zu forcieren, den Rhythmus nicht an die Luft zu drücken. Wir haben nicht gesagt, das ist ein exzellenter Rolleur, den Holländer. Und in den Loch sind ein Kompagnon da ein bisschen weh. Wäre froh, wenn ein bisschen mehr Unterstützung gekriegt für alle Flächen, aber das ist eigentlich ein bisschen, auch ein bisschen taktisch viel. Das geht für alle halt auch um die Mayo Distinctive, wenn das gewusst, dass ihn um so eine Etappe schwerer tut, für ein bisschen durchzukommen. Jan Willem van Skibas, den hast du auch interessiert, dass die Bestplatzierten aus der Schabim sind, der gute Rallye-Lorenke Ruf und den Florian Novak, den wohl sein Best mischt, mit Vitesse die Felder nach ein bisschen. Und dann ist es gleich um Patrick Stoss, der kann zufrieden sein, der steht in Abend mehr wie sicher um Podium. Den Lukas Meiler, den auch schon viel gehen hat, den Deutschen aus der Equipe von Vorarlberg, der österreichischen Formation. Ja, da kommen sie noch mal den Wildcard, genauso wie auch Team Lotto Kernhaus. Wir können damit dabei sein, eine weitere Continental-Equipe, die wir heute noch nicht an Aktion gesehen haben. Das ist die Formation von Bike Aid, auch eine deutsche Formation. Wir haben auch einen einstelligen Mann, einen Novus-Führer dabei, nämlich den Lukas Carstensen, einen ganz jungen, aber den schaut auch an der Finalkind weisen. Wir sind gespannt, ob hier. Gut kann zusammen schaffen, dann geht es eigentlich ein paar Kilometer durch den Dall. Wenn ich aufgelesen habe, wie das an die Luft geht. Noch eine Acceleration aus der Kehr raus von Florian Novak, dann Patrick Stoss, den es in die Rallye geht. Sie resistieren momentan gegen von dem Plotten ungefähr von direkter Energie, respektive von engem Kurve. Von Koffinis. Wir halten noch immer ein bisschen mehr wie eine Minute davor, und noch, wenn man einfach diese Bilder erkennt, noch die Plotter auch schon in der W. Ob dieselbe Platz, wo man auch gerade die DHP gesehen hat, man kann nicht davon ausgehen, dass den EK sogar ein bisschen wie klein gehen ist. Das dürfte man dann noch in den nächsten Nachstellungen gesehen. 26 Kilometer bleiben nachzufahren. So heiß ist, dass es Schwierigkeiten gibt, in dem Wupfen nach können drunter zu bleiben. Die Sprinterformation, die ist zum größten Teil dann auch schon vier erfunden. Da wir gespannt sind, wie die Leute von direkt Energie die Werte lesen. Und probieren, die wir den ganzen Tag waschen, mit drei Kuren dann noch schaffen zu lassen. Weil hier sind dann nach Feier da. Die Einschamose müssten frisch sein für die letzten Kilometer, für dann noch hier da Adrien Petit den Terrain zu präparieren. Und Adrien Petit, der noch schon an der Reihe von Koffidis gefahren ist. Und Kura den Dags auf die Kursen, wie denen hier vom Tour de Lützburg, Tour de Belgique oder auch Katrin den Kerk ganz viel rumzufahren ist. Ein schneller Mann, in den auf die Klassiker immer dann noch probiert. Paris-Roubaix auch ein Kurs, die ihm wirklich gut leid. Ein schwerer Kura, den da man doch seine Schwierigkeiten dürft kriegen, wenn er die Etappe geht Mam Col de Rop, respektiv Matarive, sondern an der Stadt, über die Papaya-Bege wäsch. Sie werden aber heute alles drauf setzen, vier eng weiter Victor, nur der vom Damia Godin von Gösterhoven dann noch anzuführen. Und schauen Sie mal, ich denke ja, dass wir einen Koffidis für vertreten haben, nee, auch die Leute von WB Aquaprotect, Verand Classic,
Belsch Formation, Pro Conti Formation, hat dirigiert vom Thierry Marischal. Diese Jorlo hat vier Affahnen, das sind Choren, bei denen auch den Alex Kirsch an der Equipe fährt. Sie werden heute alles auf den Justin Jules setzen, kann ich mir vorstellen. Der kleine gewusste Franzose. In einer guten Position raus, da kann er vier Matt mischen. Und da haben wir den Max Becker gesehen, der frühere Litzbauer Profi. Den also durch Choren vom Team Lotto Kernhaus begleitet. Max Becker, der auch Kommissär ist an der Litzbauer Velos Federation. Denke, lässt man es hingehen. Und sein Kurier und den Florian Nowak, den wir auch ein Bild kriegen, ein Jungeren, den Deutschen. Der Kurier von WB Aqua Protect während Klassik, das schenkt man den Christoph Masson zu sehen, am Dosta 96. So ein Hand mal durchpacken könnt. Ein ganzer Wut, den Gatis Smukulis. Auch ein Kurier, den wir schon von der Paris-Nice-Wadrone des Theor an der EHP gesehen haben. Das ist ein Rad. Da wird ein Plot dort EHP für uns gesehen. Wir werden auf den nächsten Ekaren. Kann gut sein, dass die Avance manner groß ist. Wie Dave mal den Ofen angeblendet kriegen. 23 km für uns an. 16 km für uns Schluss. Dann steht ein weiter Passage. Heute zum Hesper auf der Linda Rivero Programm. An den Kurven an den letzten Tour geschickt. Letzte Tour, wo sich die Allure von dem Plotter neige wird akzelerieren. Neige, wie sehr wird gehen. Am Generalklassement sind heute Änderungen möglich, nämlich dann, wann den Damien Godin nicht packt, an die drei Ersten zu kommen. Alex Krieger eventuell sogar Bonifikation gibt Krähen zum Schluss, dann kennt ihr in den Abend den neuen Lieder. Sind Jan Tratnik, der Mann von CCC Sprandi, den Kurier aus Slowenien, das nächste Zeit voran. Am Sprint werden schwer Krähen für ganz viel Matze mischen. Dann aber der Feierten von gestrobenden Adrien Petit, den ein Rollkind spielen. Genauso wie Jean Deby, der noch nicht so scheint, an den Schlussfest zu attackieren. Und dann haben wir dann nach Kurien wie Benjamin de Klerk, Emé de Gent, der Mario vom besten Jungkur auf seine Schöllern dreht. Das sind, denke ich, die können gefährlich gehen für den Damien Godin. Alle guten Sprinter, die da an den Tod lenken, die sind natürlich schon ein bisschen mehr wäsch, wie sie sie können, an dem noch nicht direkt den Gefahr dann noch für den Mann am Mario Jaune, für den Damien Godin, den Schlorenmecker ein bisschen auf ihr geschafft hat. Am Ende der Rat vom Silva Chavanel wird das nach Zeit 40 Exit gesehen, den gut, da geht ein bisschen gelacht. Geht nach Pue. Wir dann noch eine Weile, dann Damien Godin, ein sympathischer Mann, der noch immer im Rieder Nennfort steht, um Podium von dem Neuestrims geht, sich anzuschreiben. Peter Wiening an einer von den letzten Positionen dort zu fahren. Eine Minute, kriegen wir gewissen, nur nach der Retard vom Plotter auf die Feierspitzeführer. Dann immer den Jan-Willem van Skip, den nächste Position fährt. Und dann geht es dann eine Weiterkehr. Ein zweitletzter Kehr, den Sieren der Birsch gleich rum für den Stein. Nach dem Flachsteck, also bald du an den Busch kommen, da geht es dann der Birsch aus. Parcours, wo ich auch schon im letzten Jahr Championat gefahren bin, für eine Jahre. Ich schrieb mich im Jahr 2010 auf dem ähnlichen Parcours, wie wir hier gerade in der Weh sind. Manchmal der Schlussjahr von dem letzten Jahr Championat, den hast du so gewischt. An einer Tagelow von dem Kura von Lotto Kernhaus, den Florian Nowak, den es probiert. Jan Willem van Skip setzt aber direkt noch. Luca
Martinez stoß in dritter, Patrick stoß viel mehr, pardon, in dritter Position und dann Lukas Meiler, der feierte da. Wo war von Vorarlberg den Flo fern da muss unhalten. 5 Kilometer bis zum zweitletzten Passage auf der Linde-Rivée. Und dann gibt man den Acceleration aus der ersten Position noch raus, probieren den Stoff zu setzen. Forciert den Rhythmus. Auch für hier schwer für den richtigen Takt zu finden. Es ist mit das am Gang zu forcieren. Wird den akzeleriert. Denn Patrick Stoß bleibt der am Hennestrat. Genauso wie auch die anderen Koren. Und los ist der schwerste Teil von diesem Sieren. Da wirst du noch gleich rum gepackt durch die Kehröffner durch. Du kriegst den ganz bisschen Schwung. Ein paar Meter nicht mehr gehen durch. Für den kurz zu akzelerieren. Dann ist er ganz gern noch nicht am Hennestrat. Die Kehr, wo sie noch gleich werden, nicht kommen. Zieht einfach weiter hindurch, denn Jan-Willem van Skeep an der Plotter, die kennt mich noch 100 Minuten, dass nicht Carlo gefallen will, hieß das auch. Da hat er einen Fundendirektor sportiv von Hanna de Seychapelo, werden dann rausgewinkt, die gleiche von dem Kommissär, für nicht zu lang durch den Tisch zu hängen. Geht auch nach Enke Hai um die Bierspreispunkte, genauso wie auch am letzten Tour. Das den Novak, den es probiert, aber auch beneid, den Patrick Stoß aufmerksam. Und das geht Lukas Meiler mit Schwung von Hannen. Danach bleiben die paar Meter zu fahren. Bis auf Lin McKen nicht von dem Tour für drin. Schwer zu erkennen aus der dritten Kamerastellung, wie Loa sich noch passiert. Das ist in dem Fall auf den letzten Meter die Acceleration von dem Patrick Stoß. Durchaus noch immer gut. Ich kurz mit ihnen diskutiert. Und da steht Supporter vom Stijn de Volder. Stijn de Volder, zweifache Wenke vom Tour de Flandre, der auch mit dabei ist. Vierte Equipe von Veranda Willems Crelan, wo auch der Wout van Aert groß angekündigt wird. Dreifache Wenke, Weltmeister am Cyclocross. Den aber schlussendlich nicht an der Startrichtung, wo der offiziell dann rauskommt. Wout van Aert in der Siebigen wird. Und so schauen wir schon in den Pagoen. Und lo, der Tag von Jan-Willem van Skeep. Und du hast nicht direkt Reaktion kommt. Nur wer gut, das lacht nicht direkt so. Weiß dann seine Kollegen, dass ein anderer das soll machen. Und dann wird es noch relativ schwer gehen, für den Ecke zu fahren. Du mal, dass ein Holländer momentan eine Länge nach weh. Möchte ein Stück länger auf seiner Maschine. Lädt sich auf die Gitter drauf. Aber der Plotter sitzt hinten alle Gürtel am Genick. Wo nach 19 Kilometern zu fahren bleiben. Aber trotz allem, so Jan-Willem van Skeep, den der wir nicht unterschätzen. Ich habe gesagt, ein exzellenter Rolleur. Groß gewusst, ich war 1,90 Meter groß. Dann sind wir noch ein am Ralenti des Sprint. Ich denke, da den Lukas Meiler aus der Position rausfuhren. Durchaus mich geht durch, die anderen zu überraschen. Denn Patrick Stoß ein bisschen angespannt, den er dann einfach fertig springt. Ob man es mal gibt, so auf dieselbe Stich zu kommen. Reden Lukas Meiler und Loh Plotter auch hier eine Lange gezündet. An der Liste der Sand, den Umsehren der Birsch. Drei Kuren, die NRW. Aber auch nie, denn Jan-Willem van Skeep den Job gesagt hat. Und Loh sehen wir, dass eine Information von direkten Energie am Gang nach ein bisschen dort zurückzuziehen. Drei Kuren, die den ganzen Tag geschafft haben, sehen wir Loh nicht mehr. Da haben wir den Christoph Masson für WB Aquaprotect während Klassik und nächster Position. Dann haben wir noch einmal von Coffidis, den du hast, mal Dupack dann noch. Und da haben wir drunter schon Kuren wie Sylvain Chavanel, wie auch Damien Godin, Jonathan Hiver und den Adrien Petit zu fanden. Das heißt, du musst uns auch ein bisschen Spur sein im Go mit ihren Kräften, wann sie nun nach so sogenannten Zugwellen hier auf B-Stellen, auf den letzten Metern am ersten hier. Ob der Linda Rivé, ob die Kuren zu werden, noch dauert es aber ein paar Minuten, bis als erster normalerweise der Jan-Willem van Skeep dort passieren. Und dann kriegen wir dann noch Klassement vom 6. GPM von diesem Tag an. Das ist aber nicht der Patrick Stoß, den sich da als erster also überwindet, Punkte gesichert hat. Mit diesen Wetterkonditionen, du lässt dich ein Glas natürlich genießen. Das wird die Kuren vielleicht den Abend dann noch machen, wenn denn das hier geht. Aber lo gilt es, den Etappenwenker zu sichern, ob das eine erste Etappe, Non-Prolog von gestern, die Etappe, die aus der Stadt aus fortgegangen ist, für lo dann an den nächsten 20 Minuten ungefähr auch umzukommen zu Hespa. Ich weiß nicht, wie 20 Minuten dürfen trotzdem noch sind, bis dann den Wenker bekannt ist. Von Tür auf Röst, die Entretorenwenker hat passiert. Und dann werden wir noch ein paar Minuten so weit sind, bis wir dann noch
echte aus der Kurs, der momentan Jan Willem van Skip heißt. Bei einem weiteren Keier, einem letzten Keier, wird er gesehen, Gerrit, den Tour de Nord an Darivéas. Dann sehen wir auf jeden Fall die drei Verfolger an Jan Willem van Skip, den Lodeitle Stock und aufsetzen. Dann sehen wir den Jan Willem van Skip, der fährt Lodo. Lanscht Flamme Rouge, 1000 Meter nach, bis in den letzten Keier hei, zu Hesper, ob der Linda Rivé dann noch wert passieren. Dann hat er sich zu gut da aufgesetzt, von diesen drei Kurren. Und Pedro gesagt, relativ taktisch an den letzten Kilometer gewirrt. Immer so auf die Bierspreise gucken, aber auch auf Bonifikationen. An diesem Kehr wollten sich die Bonifikationen da noch nicht in Kohl lassen. Hat schon bis nächstes aufgesetzt und davon profitiert, dass die drei Uhren ausgesprintet und dummer ein bisschen Schwung von den Handenivatisierenden Biersch. Als er dann rübergeholt kommt, an direkt, wird den Driver attackiert, für sich dann können aufzusetzen. Dann schaut er, ob der letzte Lindrott dann noch erwartet. Den Kura von Rompot, holländischer Formation. Auch hier zählt nach Viertklassement von denen der beste Jungen Domanike seine Attacke hat. Nur um sie in der Biersch. Wo die anderen ein bisschen rekuperiert haben, da ist er fortgefahren. Da bleiben wir hier nach 300 Meter zu fahren. Und da stehen nach 16 Kilometer für die letzte Tour für ihn im Programm. 3 Sekunden Bonifikation, die werden sich sichern. Bei diesem Passage. Ein exzellenter Roller. Von bis vor das schwer anzufangen, mit der Plotter hat nach Reserven. Ob das im Dach von Haut, letzte 100 Meter, stehen wir für ihn im Programm. Ungefeiert von dem Publikum, vierten Heil Ernst. Evert Lind Arrivé drüber, geht an der letzte Tür geschickt, 3 Sekunden, wie gesagt, Bonifikation, führender Arrivé, führender Depart von dieser Etappe, da hat den 18 Sekunden Retard am Generalklassement. An Heising Verfolger, Mamme Patrick Stoß, den den Abend den Bierschmeier wird übergestreift kriegen, da Martin dann noch dabei, der Lukas Meiler an den Florian Nowak, 2 Deutscher unterseit vom polnischen Kura von CCC Brandy, an noch Siegin Heilo. An den letzten Tour geschickt. Das sind wie 16 Kilometer stehen noch im Programm. Und dann hast du Wenke für diese erste Etappe bekannt. An der Peloton lässt auch nicht mehr allzu lange auf sich warten, weil sie sind auch schon low. Durch die letzte Karriere durch, ungefähr von einem Mann, von WB Aqua Protect während der Klassik, kein anderer wie der Christophe Masson aus der, den du in erster Position für den Kura, den auch schon für dich für den gefahren hast. Unterstützung hört von einem weiteren Mann von Koffee. Dieser Koffee, die ist die Unschau ein bisschen noch 4 geschafft, weiter noch 4 geschafft. Und eine Straße von der Leute von Direkt Energie. Und da geht dann noch Glacke laut. Schick und mal da an der letzten Tour. Gucken ein bisschen Oppositionen von einem Alex Kirsch, den ist auch da relativ weit 4 passiert. Dann eine Chant de Bia, guter Position. An den Rest von dem ganzen Plotter, den dann Louis Wattlin der Rivier drüber fährt, mit einem Peter Wiening an einer von den letzten Positionen, der freiere Wenker, Etappe-Wenker von einer Etappe am Tour de France, den genau weiß, das haut wohl Generalklassement nicht wert entschädigt gehen, das ist aber so man wie möglich Zeit zu verlieren, en vue von den nächsten Kilometer. Sekunden d'avance vom Jan Willem van Skip. Beim letzten Passage ob der Linda Rivé. 16,7 Kilometer. Stungen da nach vorhin im Programm. Und nun wird er probieren, so lange wie möglich zu resistieren. Hat noch nicht viel verloren in den letzten Kilometern. Hat gesagt, hey, gut, 50 Sekunden sind d'avance nach immer. Ob den Plotter. Ein Plotter, den Lohnerecker muss ein bisschen zulehen, für den tote Lach zu fahren. Na ja, mal. Die drei Verfolger, 20 Sekunden ihre Retard. Die kann auch entretan ein bisschen mehr groß sein. Gewesen, den um 24 Sekunden an die Luft gegangen ist. An der Plotter, den wir sogar da, ob den Villa ob 1 Minute an 2 Sekunden gewesen gehen ist. Jan Willem van Skip, der stärkste aus der EJP. Direktor der Kurs, Kommissärin, vorhin lanscht die drei Verfolger. Weil hier schon der Plotter, den ist relativ nah da an den Drohnen. Plotter. Ehemann von der Koffe, die es läuft, Damien Godin in dritter Position zu fahren.
an Team den Christophe Masson. Und hier den Florian Novak, Patrick Stoß an den Lukas Meiler. Und dann gucken wir gespannt noch an, ob in der Plotto eventuell so Loschau kann erkennen. Nein, wieso noch nicht? Da kann ich noch Leihe wohl noch ein Meter getauscht. Lukas Meiler dreht sich. Und da könnten wir dann Rubel vorher. Also, nicht mehr allzu weit weg sind sie an Vitesse an dem Plotter. Die erste natürlich, und das ist verständlich. Wie ich gesagt habe, noch ein bisschen eine Ausspannung. An dem Plotter könnt ihr euch ein bisschen begucken. Das geht Gesicht, was mein Lied. Da muss ich noch viel bringen. Das ist das, was ich noch machen an den letzten Kilometern. Ich habe die für die meisten Kurven an dem Plotter relativ gut verlaufen. Das gebe ich noch mal Mengen. Auch wenn es los dann darum geht, eine richtig Vitesse aufzubauen. Konzentration, Körperspannung aufzubauen. Viel das richtig zu machen. Auf der linken Seite sind wir die Formation von der Leopard Pro Cycling. Die am Gange sind den Alexander Krieger in eine gute Position zu bringen. André Petit auch schon positioniert am hinteren Rad vom Silver Chavanel. Hanna Tim den Jonathan River. Für die gilt es halt keine Zeit zu verlieren. Aber noch immer den Jan-Willem van Skip, den langen Aveas, den Holländer. Den wir dafür nicht gesehen haben, den am Gange nach seiner Avance wohl weiter auszubauen. Wir kriegen 24 Sekunden nachgeblendet. Wir können aber davon ausgehen, dass es da sogar ein bisschen mehr gesehen für den Mann von Rompot. Den exzellenten Rollerass, den er auch wird an den Koppen. An den letzten beiden Koppen hier ganz schwer kriegen. Schmengen heigert, soll es abgehen. Ja, wir merken, dass der dort den Neisch mehr geht. Den Eckar, den also viel mehr groß gemengt sind, nicht 45 Sekunden für den Jan Willem van Skip. Ob die drei Kurven da an den Plotter, den du wohl noch um eine Minute gekündigt hast, den einfach nur am Gang hast, dann da abzuschließen. Da haben wir den Hummer nächsten Regruppement an den Spitzenführer. Und da haben wir dann just nach E-Kurve-Firma am Jan Willem van Skip, den Holländer von Rompot, Niederlandse Lotterei. Und in der Position, hier auch die bestplatzierte Führung der Seite. Habe als Feierfeierste mit einem Retard von 18 Sekunden aus dem Prolog von gestern Abend rausgegangen auf der Etappe. Und los ist dann den Sylvain Chavanel en Person, wohl der Kura mit dem größten Palmarie an der Simme Tour de Luxembourg mit dabei. Den Losel war dann noch vier Viert Dat für Adrien Petit. Für einfach auch sein Leader für den Damien Godin. Sylvain Chavanel, von dem ich muss ausgehen, dass noch so löserlös sein Karriere wird dann oben anführen. Das hat dem Thomas Wöckler das auch gemacht hat. Die zwei, die ganz tags an den selben Equipen noch in AW waren, obwohl das den Sylvain Chavanel dann noch einen Ausflug an Belsch gemacht hat bei Quickstep, respektive bei einer französischen Formation von Cofidis. Thomas Wöckler seinerseits, den aus dem Jean-René Bernardot sehr ganz Zeit lang, wo ein Profi war, dann noch drei blieben. Und hier die Jan-Willem van Skip. Um das an Nummer 5. Mobilisiert neue Lastkräfte. Flüssigen Tritt nach immer. Relativ hohe Trittfrequenz. 55 Sekunden nach immer. 13 Kilometer für unten. Der könnte die gelbe Regel. 1 Minute auf 10 Kilometer. Kann ein Plotter ohne weiteres auf Kura an der HP gut machen. Und das heißt, das ist etwas, wo ihr Ball nicht merkt, wenn ihr mit dem Auto lernst fährt oder mal ein einziges Mal Velo drüber fährt. Mehr, dass ihr nicht eine kleine Vorplan, wo ihr abgeht, wo dann einfach immer ein richtiges Fehler, das ihr da kommt, da geht. Den war der Jan-Willem van Skip bei Gent Wevelgem. Als den Tour de Belgique dann noch gleich vorgewischt. War dort den 16. auf der zweiten Etappe. Und hat den 20. Mai bei einem Kirmeskurs den Grand Prix Marcel Kind an einem 6. Platz, bis nur sein bestes Resultat für diese Saison zu buchstuhlen. Wieso das letzte Jahr heute in den Runde van der Rente gewonnen, ein 1.1-Kurs, gut, ich dann noch kurz durchsetzen. Und dafür drin hast du dann eine Kontinental-Equipe gefahren. Und da war schon da ein ganz aufmerksamer Kurve, den immer im
probiert hat, dann noch an die HP mal dran zu springen. Und aus den HP natürlich ein Plotter und immer im Schwer gemacht hat, für dann Ecke können abzuschließen. Also, wie gesagt, noch heute aus. Ob man es momentan nach 52 Sekunden sind, aber 12 Kilometer führen, Viertler im Enke, heute kommt dann durch. Probiert ein bisschen zu bloßen. Kriegt dann noch gleich ein länger Descent nach Enke ja, zu fahren. Wo in der Enke kann ein bisschen schön rekuperieren. Wo kommt dann dann rauf? Du hörst in Enke, ich geht. Kurz sich zerblosen und dann einen durch den Dall Richtung Sieren. Da wird der Plotter richtig schwierig mit den Händen drin. Und für alle Schwierigkeiten vom Sierener, die dürften eventuell so gut zum Verhängnis gehen. Da kann der Plotter an einem letzten Tour, wo er sich schon nicht so weit temporisieren, wie man das die Tiere drüber gesehen haben, richtig Zeit gut machen. Nein, danke die Bilder, wo die Dreianer-Kuren aus der HP dann auch angefangen sind. Dem nur just nach E-Kura 4 an den Hummer hier am Bild. Hat Fido schon gesagt, man hat ganz spezielle Gitter in der W. Spur lassen, an den Beit auch nach nach außen. Das heißt, wo er von Lokal gepackt, da hast du wirklich ganz normal mit den Ehren bei ihnen. Etwas war den bei guten Rolleuren DAX gesagt, zum Beispiel auch bei meinem Adam Hansen, der Kurve von Lotto Sudal. Von der Nähe ein bisschen guckt, wie den Umwelt setzt, den doch so ein Gitter drauf, den extrem schmur lassen, wie auch der Marcel Sieberg. Etwas war am Anfang ein bisschen an denen. Lässt die Jungen abkommen, wo ich früher mal gesagt habe, die Größe gewusst, dass wir breite Kuren im Bauch, wir breite Kinder, die Band hat heute geändert. Und hier ist eine von denen, die Variante gewählt wird, viel da mit dem Spulen in der Witz, in Eiern der Descent. Ein bisschen wie vielsichtig vielleicht da in der Weh. Da gehen die anderen Kuren, die mit mehr Risiko geben, hier rauffahren, nach der 4 Sekunden, 10,8 Kilometer. Vier Runden an noch der Plotter, los schon an der Descent dran. Und aber noch weiter Zeit gut gemacht an Schmengen. Dass wir ja schon mehr noch dran sind, wie die Erde für 4 Sekunden um Jan Wendelmanns Gipfel, auch den Plotter an die Kaja kennt, wo man hier gerade kommt, den gesehen. Da, wo normalerweise der Konto nach Cyclocross aus dem Busch rauskommt, für einen Meckelstoß rumzufahren, den Plotter in der W. Sie weiterhin die Leute von der Coffidis, von der WB Aqua Protect, Veran Classic, an die von Direkt Energie, die wir da in den ersten Positionen fanden, noch mal den Alex Kirsch ganz gut positioniert. Nun haben wir allzu weit Wäsche vom Major Jean, vom Damien Godin, vierte letzte Boyer da. Sei ja los zu Milbösch. Sind wir auch schon eigentlich gleich der Plotter auf derselben Platz. Da kommen Motorräder, die führen den Plotter in der Wesen. Also kann ich davon ausgehen, dass das dort nicht durchgeht für die Jan Willemanns gibt. Den alles nachher probiert, lässt Kräfte mobilisiert, sich klängmisch auf seine Maschine. Aber der Plotter hat einen den am Gang nach Sekunden, Sekunden gut zu machen. Wir sehen es doch. Die letzte Pointage nehmen nach 23 Sekunden, die da gemeldet gehen. Wir merken den Christophe Masson, den wir in erster Position gesehen. Ja, auch sie kommen lo an, die Kaja do ran, wo man gerade nach den Leder kommt, gesehen. Over gut fort, und dann geht es Richtung Sieren. 23 Sekunden, den haben wir da gewesen gehen. Sehren AW zieht sich doch aufs Hintern noch entlenkt. Lange Relais von Christophe Masson. Das man denke so, dass der Kipp von WB Aqua Protect während Klassik normalerweise halt dürfte für den Justin Jules fahren. Der wird auch gespannt sein, wer dann der letzte Kopto passiert. Alex Kirsch in ganz guter Position. Plätzen hat der Major Jean, der größte gewesen, der letzte Boyer, aber die ganze Formation von WB Aqua Protect während Klassik durch 40 gesehen. Kurve von Rumpert und müssen durch 4 geschafft. Auch Vorarlberg kann ihn erkennen, du auf der Bilder. Die ist 30 Formation in einer Kurve von Sport Flandern, Valoise an den nächsten Position. Ich hoffe, die ist schon ein bisschen zurückfallen gelassen. 4 Lieder. Christophe Laporte werden aber ohne Schwierigkeiten in der Senke der WNO 4 fahren. 21 Sekunden nach. Sie setzen immer an den Genick. Und sie sehen noch, Lohai, da wo er jetzt aufbeit. Sie nehmen nach Pur, sie können da den drin.
gut 110 km HP heute in Jan Willem van Skip an den Beinen. Als letzte in den Niveau geblieben ist. Von Feierkorn, die sich aufgesetzt hatten. Die haben Avance rausgeführt waren, bis ungefähr 5 Minuten auf den Peloton. Und dann sind dann noch die letzten in den an den nächsten Kilometer, an den nächsten Meter, wert von dem Peloton gestaltet gehen. Immer nach Cofidis mit engem Kurra. Da haben wir dann 2-3 Leute sogar für Adrien Petit. Kann ich davon ausgehen, dass in Damien Godin sogar wahrscheinlich einen Handteil wird man packen, für dem Adrien Petit des Sprinten zu zeigen. Da haben wir dann den Alex Kirsch, mit dann seinem Straße, der ist mein kleiner Kurra. Der ist dann Justin Jules, für den sie normalerweise heute sollen fahren. Sei doch nein, um wen auf hier. In dem vierten Runde hat man durchgepackt. Jetzt könnte man nicht denken, ab Position, Uhr, 10 Sekunden, lässt nicht her. Das hier ist dann ein ganz schwerer Teil. An der Plotter, den die Jan Willem van Skip ganz gut dann noch gesehen. Also, Uhr, 10 Sekunden sind nicht mal nicht mehr die nach der Avance wird. Dann noch wird sein EHP dann oben gehen. Wie gesagt, sie haben es probiert, denn Patrick Stoß wird den Abend mit dem Bierschmeier dann noch belohnt. Aber es sieht so aus, wie wenn es oben zu einem Sprint gekommen ist, zu Hesper. Es wird ja schon ein bisschen Tradition, ist, denn ich werde noch vier temporisieren ein bisschen hier. Keine Equipe, die nach richtig stoppen Tempo dreht, hat gesagt, denn doch der Plotter geht mir breit. Nimm mir die Vitesse drauf, wie wir den Lograt noch hatten. Ein bisschen Jimmy Lewis Remenke an dem Peloton. Und man da behält in den kleinen Avance, den Jan Willem van Skip. Uhr 10 Sekunden, 7 Kilometer für unten. Und so geht es dann noch ab. Ein letzter Kehr an die Monte von den Sieren, wo dann ist ein Gebirge auswärts gehen. Der Sierener Birsch. Ungefähr 1 Kilometer lang. In allem an der Anfangsphase werden einkehren. Wie du, und du hast ein bisschen Schmiege, ja, wenn ich besuchen durch die Kehre durch hast, dann kriegt ihr einen relativ sehr Schwung dann noch abgeholt. Und dann geht es an den Licht vor Plan Descendant, an dem noch ganz sehr Richtung Lindarive, halt zu Hesper, wo die Spektateur gespannt schon gucken, wen er dann das Etappe gewonnen hat. Zehn Sekunden, lässt Informationen über die Avance. Von Jan Willem van Skip. 6,5 Kilometer und dürfen dann noch motorieren, die vier Plotter fahren. Wie gesagt, dann heute die Avance ein bisschen konnten durchhalten aus den letzten 2 Kilometern. Weil der Plotter ein bisschen temporisiert hat, der Mann von Cofidis, konnte der Rhythmus nicht mehr weitergehen. Dasselbe zählt doch für den Christophe Masson, den nicht mehr konnte dieselbe Vitesse fahren. Die zwei Kurven haben sich ein bisschen zurückgezogen und hat direkt Energie dann noch ein bisschen temporisiert. Der Plotter aus Remenke mit breit gehen. Und es geht dem nochmal ein Mann nach dieser Vitesse dann noch an die nächsten Kobberan. Wohin darf gespannt sein, ob eventuell einen Attack nehmen könnt, ob ihn sich traut, hier zu probieren, fortzuführen, den Plotto eventuell zu überraschen, und hier mal diese Etappe dann wandern zu gehen. Und dann kriegen wir eine spanische Formation, euch kann die. Die hier auch in Position sind, abgestellt mit lauter spanischen Kurven. Und Jan Willem van Skip am Angang fusieren. Wie gesagt, der Sierener Birsch, die kann ihm zum Verhängnis gehen. Und nur ganz großen Erfolg müssen machen, für die Avance können zu behalten. Eigen Rhythmus gehen, lässt Kräfte einke mobilisieren. Dann müssen sie schon länger einke darüber plauen. Schwer für Dolo, nicht anzubrechen, an der kurzen, kleinen Kopf. Sieht weiterhin voll durch, wir werden auf der Plotter, den er nicht aufgebaut hat. Wie gesagt, 10 Sekunden aus der letzten Ecke, die wir gewissen haben, 10 Sekunden, wir dürfen doch nicht sehen, weil da könnte Plotter einen Attackonduit von Rompot um den Ecke von Rompot. Die haben gegangen, sind da ein bisschen zu bremsen, vier ihre Co-Equipe, die momentan nach Feras. Und dann weiterkehren, Cofidis in Co-Equipe von Christophe Laporte, den er einkehren, Lechtkräfte mobilisiert, nicht einkehren, du hast. Wir lohieren dann das Kopf hier geht nachher den Rhythmus an Lutz zeigen in Sekunden. Man schmengen kann ich bald davon ausgehen, dass die Jan Willem van Skip über die Sommer wäscht, weil die von dem Plotto angefangen sind. Wann der Plotto an der Dota Vitesse weiterfährt, dann sind gespannt auf Attacken aus dem Plotto raus, ob nachher in sich traut. Da etwas zu probieren. Sind Sprinter-Equipe noch stark genug, für wann so etwas passiert oder gehen zu halten?
gucken, gespannt, wo ein Alex Kirsch da rumzufahren ist, den Mann an dem grell-gelben Mayo von WB Aqua Protect während Klassik. Wir sehen ihn momentan nicht. Wo sind die anderen Lützebäuer? Wo ist ein Yvan Centrone? Wo ist Raphael Kockelmann? Wo ist ein Tom Till? Tom Till hat schon ein bisschen Schmeid an den Plotter gesehen. Und dann auf Seite von Leopard Pro Cycling. Ein bisschen leider, dem durchaus so ein Kopf wie die heute Leute, die Laufkuren aus dem Plotter dann noch distanziert gehen. An ein geiler Tampon aus dem Orchester mit einem guten Prolog an diesen Skoda-Tour gegangen war. Und das, wie man es schon gedurcht hat, die Kopfhei, die erste Fil für den Jan Willem van Skippen. Geht Lorgefeiner, Lodestein de Wolder auf der linken Seite. Den attackiert zweifache Wanker von dem Tour de Flandre, eh von den Veteranen aus dem Plotter. Zittloinkehei voll durch. Die Reaktion, die lässt aber nicht auf sich werden. Auch Jonathan Iver, den hat er nicht lange gezeigt, ist direkt mal da rausgesprungen. Und da geht es ganz, ganz schützig durch die letzten Kehre durch. Stein de Wolder, den noch ein Supporterclub heimat dabei hat, wir haben es gesehen. Nur dem Sieren der Bier, da sind sie postuliert, für ein Eck und zu feiern. Ein direkt hei Fährmann pedalen. Stein de Wolder, matt enger, 6-7 Kuren, da am hinnischten Rad. Wie fällt das noch ab? Und letzte Position, da den Silber Chavanel, da haben wir drunter eine Woche nach. Denn Johann Offredo, den probiert den Ausschluss zu fahren. Und der kleine Kern, die da in Sterne sind, letzte Kehre über den Bierspreis drüber. Die Punkte, die gehen dann und Stein de Wolder. Hallo, kann ich gespannt sein, wie der Plotter direkt an den Drun, den reagiert tut. An den Nettler auch gleich Remenke dürfen zufahren. Da hat er nicht ein Kehrer-Gruppement, nach Remenke des Stein de Wolder auch gefeiert, weil er durch den Sinn Supporter fiel und hat man gesehen mit einer Punkart. Aber auch weiterkuren, die interessiert daran sind, für Remenke da rauszufahren. Wie zum Beispiel den E-Medegent, der Kurer am Weißen Mayo, vom besten Junge Kurer, den aber klein Lach lässt. Für den Stein de Wolder, den dreht sich ein Gerümm gesagt, dass Hannen Rundo momentan sich ein bisschen beguckt wird, rumpot, dann am Gängen, um das Lach zuzuführen an den Plotter, der so lang gezogen ist. Ein bisschen mehr wie, wenn man uns kuren, die öfter ungefähr nach da dran sind, 10 Meter, 15 Meter Avance für den Stein de Wolder. Aber direkt Energie, die das Kurs weiterhin in der Kontrolle behalten. Direkt zwei Kurven war jemand rausgesprungen, wo der Belgier probiert hat. Ein Kremaneckert Attack gewesen am Ralenti. Die Relaktion, die ist aber direkt kommen gewischt. Verteidigt war der Mann von CCC Sprandi, den noch gesagt hat. Dann aber auch den Jonathan Hiver, genauso wie den Emi de Gent, der direkt da konnte das Lach zuhören. Ein bisschen später noch der Rest von dem großen Plotter. Plotter, der lohnt ein bisschen. Wie breit geht, dann geht es ganz schützig Richtung Lindarivé. 2,8 Kilometer bleiben nach zu fahren. Ein natürlich Kuren haben an den Plotter, die auch heute schon viel gemacht haben, so wie zum Beispiel von Lotto Kernhaus, den Florian Nowak, der immer dann der HP mit drauf war, und das sind 132, wie er gilt Lunach an derselben Zeit, wie der Wenke, was in der Rive kommt. Das ist eine Ambition, das will Lunach packen. Also geht es hier durch den Böscher durch, nach ein kleiner Faux-Plein-Montant, und dann eng Descent, immer gleich dann auch schon bei der Flamme Rouge-Stifte sind. Entretor, wo er den letzten Kur auf der Linda Rivé passiert, den an der letzten Tour fährt, Matthias Schnappke, den Deutschen. Und dann nachher ja, die Gruppe, die sich vermehrt hat, mit einem Jonathan Iver, mit einem Stein de Wolder, gekontert aber vom Plotto an den Drunnen, und dann Formation Kofidis, die probieren, den Christophe Laporte in eine gute Position zu bringen. Das Silber Chavanel, der schafft auf der anderen Seite von der Straße zusammen mit Damien Godin. Da geht es für den André Petit. Sie wollen probieren, dass die Franzose die Etappe gewinnt, die Kurve von Direkt Energie. Gibt es da eventuell sogar können dann noch den Liedermayo von Damien Godin überholen. Wo ist Alexander Krieger, den zweiten Generalklassement von Leopard Pro Cycling? Den können wir leider nicht erkennen. In das wohl schnell, wir haben es an den letzten Kilometern nicht so richtig geklappt, eventuell für die Position zu kommen. Nach können wir nicht erkennen. Dach, du hast an seinem blauen Mayo vom Punktebesten, den ihr stellvertretend für den Damien Godin dreht. Wie ihr die rechte Straße seid, an der WB Aqua Protect von Alex Kirsch. Wo es den Lukas Spengler ist, der lohnt ein richtig stoppen Tempo direkt an das Team, dann den Alex Kirsch. Und so geht es mit ganz heiger Witte Richtung Flamme Rouge, anderthalb Kilometer.
Kilometer nach zu fuhren. Es dürften sogar noch ein bisschen Männer sein. Nachher mal der Lukas Spengler in erster Position. Und dann mehr Godin schafft Lomato für den Adrien Petit. Lukas Spengler noch fertig macht. Au, da geht er den Schritt an den Plotter. Ei, der tote Geseide natürlich gut nicht gehen. Kuren effektiv do an den Baum gerannt, respektiv an den dickischen Droht geflohen. Ein Mann von einem Rompotto mit dabei, gesehen wir. Aber geht weiter an der Kurs. Matt nach immer. Engem Damien Godin, der lo schafft. Der schafft für den Adrien Petit. Flamme Rouge entre temps, unsere Hand zu sprühen. Wir sind an der Straße von Hesper. Wichtig, lo, da in einer guten Position zu bleiben. Noch der Christophe Laporte geht nach einer Position, brüht. Ihre Teil an die letzte Kehle. Ob die letzte Lindrata geht. Deviation für Motorräder. Der tote Kind, der Pim Liebtag sind, den du am Boden leid. Der gefallen aus von Rompot. Das muss man aber noch konfirmieren. Also warten wir hier. Ob den letzten 300 Meter. Ob den Plotter, der lo, da angebeten. Mit dem Christophe Laporte in zweiter Position. Auch ein Alex Kirchner immer gut und Motto bei. Adrien Petit in dritter Position. Dann Alex Kirchner feierten. Alexander Krieger auch noch immer gut an der Position. Dann Laporte geht durchgeführt. Exzellent durchgeführt, gebe ich so. An der Lassayat an Lourdes Sprint. Adrien Petit, du bist nah gespart. Das noch immer der Christophe Laporte in nächster Position. Alexander Krieger auch mit dabei. Laporte gewinnt. Alex Kirch, exzellent. Zweiten auf dieser Etappe, wie ausgesagt. Dann Lützebäuer von WB. Aqua Protect, den du ganz, ganz viel matt gemischt hast. Und dann die nächsten Plätze, du musst ganz genau gucken. Wo werden Adrien Petit den Feierten aus dem General, den im Feiersekunden retard? Ich meine nicht, dass es durchgegangen ist für den Alexander Krieger, für du eine Bonifikation zu kreieren. Wir werden oben ralenti von dem Sprint. An der Rest vom Plotto allerdings, den Loda noch da. Über die Lindarivé drüber könnt. Ich laufe weiter, Coronan, Mam Silver Chavanel. Mit einem Ivan Centrone. Natürlich die Schütte an den letzten 2 Kilometer. Die hört dafür gesucht, dass der Plotto auch ein Renke logisch Blick gehen. Als du dürften, die meisten Kuren dann noch dieselbe Zeit kriegen. Na, erste Wenke, dann Christophe Laporte. Mais oui, non, je suis très, très content. Mon équipe a fait un super travail. Je suis tombé hier, donc je voulais me rattraper aujourd'hui. Je sais qu'après, ça va être difficile. Donc voilà, je suis très content de gagner aujourd'hui. C'était un bon boulot d'équipe. Oui, l'équipe a fait. Si je gagne aujourd'hui, c'est vraiment grâce à eux. Dans le final, ils ont fait un super travail, on a super bien géré. Ils ont fait un boulot fantastique, et voilà, la victoire, elle est vraiment grâce à eux. Tu t'es coché cette étape en regardant le tracé ? Oui, j'avais regardé, je sais que c'est l'étape la moins difficile, même si ce n'était pas une étape facile. Donc voilà, je voulais vraiment faire une bonne étape aujourd'hui, on a gagné, c'est super. On a une très bonne équipe pour les étapes et pour le général, donc c'est pas fini. Bon, en principe, c'était la seule étape pour les sprinteurs. Demain, ça va monter. Déjà, les jours d'après aussi, pour vous, c'est mission accomplie déjà avec cette étape de gagner. Oui, voilà, c'est mission accomplie. C'est... Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, les étapes d'après vont être difficiles. Donc, c'était aujourd'hui où... la mieux pour moi. Donc voilà, c'est chose faite. Et maintenant, on va se concentrer sur le reste des étapes. Et voilà, comme je le dis, on est une super équipe. Elle a fait un super travail aujourd'hui. Et on ne sera pas loin sur des étapes suivantes. Entièrement satisfait alors? Ouais, très satisfait, voilà, mais c'est pas fini encore. Je rattrape ma déception d'hier parce que je venais vraiment pour faire un gros résultat hier. J'ai fait une erreur et voilà, je me rattrape aujourd'hui, je suis très content. Parfait, merci, bonne continuation. Der Christophe Laporte, also den großen Wenke von dieser ersten Etappe. Afrelisch aus letzter Sicht natürlich die zweite Platz. Vom Alex Kirsch, wo er den Jan-Willem van Skibbe von der Rivé gefahren ist. Alex Kirsch, zweiter Platz, da hat er 6 Sekunden eine Bonifikation für ihn. 8 Sekunden hatten dafür im Depart. Sehr retard im Moment, ob den Damien Godin an Dorobzin schafften sich noch 4. Na, guck mal, denke du, das Problem, den du entstanden hast, der Kura von Lotto Kern aus, den du gefallen hast, dann checkt man den Pim Liebtag gewischt zu sehen, von Rompot, den der Baum dort zu packen kriegt, an eine ganze Reihe einer Kuren, die matt gefallen sind. Und dann denke die letzten Meter, matt engem Christophe Laporte als klare Wenke, an den Runden Alex Kirsch zweiten, der das sicher, und dann, menge mir noch der Pasqualon, der Kura vom Vanti Gruppe Gobert, den auf die dritte Platz, du kommst, Firum Justin Jules, Alexander Krieger, Adrien Petit, weil er der Krämer-Klassement da geblendet. Christophe Laporte, Alex Kirsch, Pasqualon, dann haben wir nach den Enrique Sanz und Alexander Krieger, der Fünfte, Justin Jules, Adrien Petit, der Brandon Jones, dann Piet Allegard und der Sean Deby. Das ist also Top 10 von dieser ersten Etappe, das provisorische Klassement. Die zwingen ist von dieser Etappe, da man da keine Bonifikation für den Alexander Krieger, die weiterhin auf 1 Sekunde, da bleibt vom Godin.
Und dann den Alex Kirsch mit der guten Operation. Adrien Petit, den du mit der vom Alex Kirsch am Generalklassement dann noch überholt. Und Christophe Laporte, der jetzt an der gestorben schon viel Retain hat, der aufgrund von seiner Schütt den Franzos nicht mehr an dem Generalklassement ganz viel mit dabei. Christophe Laporte, der an der ersten, zweiten Keier gestorben gefallen war, den auf die 92. Platz kommt mit einem Retain von 31 Sekunden. Und da man da wohl 10 Sekunden Bonifikation kriegt, schon im Generalklassement wohl wird noch vier schaffen, mehr aber keine Chance wird für Dolo momentan um den Mayomat zu fahren. Das kann sich mal eventuell ändern. Mal als dann nämlich Starrivé zu Schöffling, oben aus, um Schöfflinger Biersch. Auch da wird es ganz, ganz spannend. Ein bisschen Klassiker-Flair könnte natürlich dabei zu Positionement für die letzte Keier, die ist ganz wichtig. Und da geht es die Biersch aus, oben ein, 280 Grad Keier, und auf einer schmaler Straße, ihr dann Starrivé da aufgehalten. Gut, etwas wird Alex Kirsch gut dürft leihen. Ein Christophe Laporte natürlich an dieser Kondition eventuell auch. Und dann muss definitiv vielleicht ein neues Lied von diesem Skoda Tour de Luxembourg, den auf dieser ersten Etappe dann haut oben angeht. Wir sind schon kurz 4-6 Uhr, dem noch heute haut ein bisschen zu lange gedauert. Wir werden noch nicht sagen, von 4 Uhr und live mit dabei sind, vier erst ungefähr die letzte Stunde dann live zu weisen. Einer Renke der Klassement von haut mit dem Alex Kirsch und in zweiter Position. Ich gebe Mengen, da gibt man für heute Schluss machen. Ein großes Merci, dass der mit dabei wird. Wie gesagt, mein Rendezvous um 4 Uhr, vierte Etappe von Rosbad ob Schöffling. Bis dahin, ciao, ciao. Simply clever.